Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Wir sind immer noch hier im Gefangenenlager oder was auch immer das ist. Ich hatte mich ja am Anfang ganz gut geschlagen, nur das Spiel war dann komplett verbuggt und dann habe ich es nicht mehr so schnell wieder dorthin geschafft. Hier ist beispielsweise immer noch verbuggte Munition, oder? Das ist was anderes. Ach nee, 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 ich bin voll. Okay, okay, da muss ich das Spiel jetzt mal verteidigen. Ich war voll. Deswegen konnte ich es nicht nehmen. Sah aber trotzdem verbuggt aus. So. Ja, ja, ja. Da müssen wir aufballern, wenn sie mal. Ach, das ist irgendwie kein guter Moment, kein guter Zeitpunkt hier. Also, ich weiß nicht, wo soll ich denn hingehen? Wenn mich das trifft. Jetzt. Wenn du das nicht weißt. Hui. Das war cool. War ich das? Oh. Ja, Skripti Skript, alles klar. Also einfach nur lang genug warten. Es war das gerade. Ah ne, war schon korrekt. Wir haben sie am Arm gehalten, ne? Dachte schon, ey. Noch nicht mal das kriegen sie hin. Hey, die Plattform hat einen Handbetrieb. Es ist schwer, sie. Atjom. Aber es fehlt. Kriege ich dich! Bauen wir den Zug? Das ist doof, ey. Diese Explosion sorgt dafür, dass man die Texte nicht mehr hören kann. Ist wahrscheinlich realistisch, aber. Oh, PlayStation 4. Muss das sein? Erstmal looten hier. Oh, 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 oh. Okay, bin bereit. Geh vor. Was? Was ist gerade ein Wrestling-Move? Wo denn? Rechts? Da oben, aber ich sehe doch nichts. Wir wollen auf den Zug steigen, oder? Dann wird der Opa da wahrscheinlich unser Fahrer schaffen, ne? Mit was denn? Lass uns das gemeinsam machen. Ah. Er macht das alleine. Ein bisschen. Ja. Jetzt aufspringen. Oder nicht? Lauf! Ja, fährt hier früh ein. Ja, lauf doch. Na los! Wow. Ja! Kommt her, schnell! Sie wollen das Tor haben! Eure Hilfe! Setzt die Masken auf, die Dichtungen könnten beschädigt sein. Och nee. Wir haben es geschafft, ja! Endlich! Als wenn ich den harten Modus spielen würde. Ach du Scheiße. Ja. Ich glaube, ich muss gleich den Gamma-Wert wieder runterdrehen, ne? Mit zwei Komplizen festgenommen, Ende. Verstanden, Basis, Ende. Also gut, erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft... Was soll das heißen, erschießen Sie die beiden? Widersprechen Sie mir nicht, Soldat! Sie es nicht! Der Oberst wird Ihnen was husten. Herr Oberst, wir haben hier ein Problem. Papa! Leute, ja. Wir sind's! Helft uns! Anna! Was zum Teufel? Jung! Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt überraschend. Herr Oberst, das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle! Also gut, alle herhören! Seid still! Ich fasse es nicht! Kein bisschen Scheiße. Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Mistkerle haben auf uns geschossen, sie? Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben, das sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle an die Klappe halten! Kinder! Das erkläre ich euch später. Alles. Opa, wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis zur 100-Kilometer-Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet.
Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Was? Jedenfalls muss ich Sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major? Meine Leute haben nichts mit diesem Missverständnis am Störsinn. Das wissen Sie. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Frage. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Lässt niemanden zurück. Bin ich hier? Also gut, Spartaner. Werf die da über Bord und dann foltern vorauf. Komm mal mit, Artyom. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Mit der Maske. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wie es scheint, hat mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Kann ich kurz? Dankeschön. Ich habe immer Angst hier, ich will ja nichts überspringen. Aber in diesem Spiel muss man ja immer gedrückt halten, von daher mach mal den Gamma wieder runter. Mal gucken, wie es wird. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Ja. Aber sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen! Schweine. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Hä? Ist da schon wieder was abgebrochen? Ich hab jetzt nicht mitgelesen. Ich will. Verdammt! Sie haben uns eingeholt! Nein. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhobenen... Bitte keine dumme Kampflokenmission. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Verdammt, das nenne ich mal eine Panzerung. Und seht euch nur die... Bist du jetzt zufrieden? Ist es das, was du dir erhofft hattest? Warum sollte es seine Schuld sein? Du hast alles gewusst und ein Scheißdreck gesagt. Ja, scheiße. Das war die letzte Warnung! Halten Sie sofort die Lok an! Oh Mist! Bist du in Ordnung? Ja. Nur ein Kratzer! Okay. Alter, dieser Gamma fuckt mich so ab. Hey, wir halten an! Aber ich muss davor warnen! Unsere Bremsen sind in keinem guten Zustand! Jermak, Bremser! Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Jawohl! Endlich etwas Vernunft! Jetzt bis zum Halt weiterbrennen! Vorschläge, Leute! Granaten werden ihren Lack kaum ankratzen, also? Wie wäre es mit einem Angriff von innen? Nicht genug Sprengstoff. Es sei denn, wir checken alles, was wir haben, in ihren Feuerkasten. Bitte! Der klingt so lustig beim Reden! Ich hier die Freiwilligen ein. Artyom wird das machen. So sarkastisch schon fast. Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Artyom, spring rüber, sobald wir langsamer sind. Alter Miller, weißt du. Ich werde sie derweil ablenken. Du gehörst wirklich vergast, jetzt mal ganz ehrlich. Prinzip, ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Wir schon. Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Ihnen sind die Anklagepunkte bewusst, nicht wahr? Fahnenflucht, Hochverrat. Soll das ein verdammter Scherz sein? Ich, ein Verräter? Sagen Sie mir, was hatten Sie mit dem Zug vor, hä? Du ein Spritzfuhr? Nein, darauf gibt es nur eine Antwort. Sie wurden gekauft und flüchten zurück zu Ihren Auftraggebern. Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Verteidigungspläne? Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand am Meer erkaufen? Sie verdammter Krüppel! Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen! Sie haben uns vernichtet und Sie? Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet. Aber ich will verdammt sein, wenn ich von Parasiten wie euch vergeude. Weißt du das nicht? Irgendwelche Arschlöcher haben unsere Lok geklaut und fliehen jetzt aus. Erstmal lesen. Offizieller Brief. Der Staatenbund der Ringlinie Staatskasse an. Bla 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 bla. Bla bla.
Herr Oberleutnant, bezugnehmend auf Ihre Anfrage mit Formular bla bla, habe ich die Notausgabe von 6000 Militärpatronen Kaliber bla bla in Gurten zu 200 Schuss genehmigt. Ich muss Sie jedoch an die Konsequenzen erinnern. Sollte sich diese Transaktion nicht als voller Erfolg erweisen, Ihre Operation sind Hustenanfall, für unser Budget eine ständige Belastung, wenn ich auch nicht ohne ein gewisses Flair und daher wohlwollend, ich kann nicht lesen, dass sie damit ihr Kontingent überschreiten können, liegt nur an der ihnen zugesprochenen Vertrauenswürdigkeit. Bei der nächsten Kommandokonferenz wird dies sicherlich hinterfragt werden. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass Sie dieses Mal unbedingt ein... Gut, hat wieder auch nichts diese Briefe sind so doof. Also verfolgen wir sie. Oder noch einer rechts? Was ist denn? Er hat doch gerade mit jemandem geredet, oder nicht? Valerich? Ah. Ich ergebe mich! Oh, sorry. Wieso ergibt er sich mit Waffe? Das ist ja geil. Sorry. Das ist ohne Scheiß. Ich wollte dann zum Schluss, aber das... Der Befehl an... Also... Mein Gehirn hat nicht mehr rechtzeitig geschaltet. Ich war schon dabei abzudrücken. Oh. Upsi. Lampi-Lamp? Oh. Holy shit, ist das laut! Ah. Oh, das wird Momente in diesem Spiel geben, wo ich einfach den Sound runterdrehen muss. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, Filter. Oh, 30 Minuten Filter, Alter. Langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Oberst. Meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Das sind böse, oder? Kann ich da jetzt nicht eine Granate reinzimmern? Hallo? Oh. Oh. Herrlich. Das war wie die Mission No Russian bei Call of Duty, nur dass man sie mal spielen durfte. Junge, ihr seid so laut. Du Arschloch! Jetzt hast du es geschafft. Du, deine Lakaien, deine Tochter, ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde. Moment, eine Kugel für jeden von euch. Dich erschieße ich persönlich in die Stirn. Du verdammter Krüppel! Vergesst die sichtbaren Ziele! Mach Schweizer Käse aus dem Ding! Feuer frei! Krüppel! Archon, na los! Die reißen uns noch in Stücke! Chill, ich mach hier die Drecksarbeit. Wer schießt da? Oh, hallo? Feindkontakt! Ja! Feindkontakt! Diese Wand! Sie ist sehr, sehr gefährlich. Schlechte Zeit bis zum Nachladen. Wobei, ne, ich hab ihn gekriegt, alles gut. Ich dachte, die haben mich gesehen. Ja, das war nicht schlau und tot. Mann, der krippelt immer so langsam ab, ey. Ich muss doch fühlen, wie Artyom stirbt. Ja. Naja, war okay, oder? Ich kann ja auch nicht flankiert werden auf dem Zug. Das ist so das Schöne. Kann ja nur geradeaus gehen. So, wo sind wir denn jetzt? Du Arschloch! Oh, geht. Jetzt hast du es geschafft! Du, deine Lakaien, deine Tochter, ihr werdet alle nicht wie Deserteure behandelt, sondern wie tollwütige Hunde! Eine Kugel für jeden von euch! Der ist tot. Ich erschieße dich persönlich in die Stirn! Du verdammter Krüppel! Hab ich denn... Vergesst die sichtbaren Ziele! Mach Schweizer Käse aus dem Ding! Was ist das hier? Feuer frei! Das Feuerzeug. Ja. Moment mal. Schon wieder fast übersehen. Alter. Wie sie immer so tun, als wären sie Kulisse. So. Guckt auch in die völlig falsche Richtung. Das noch mehr zu lesen. Zerknüllte Notiz. Jascha, die führen etwas im Schilde. Ich konnte nur zwei Gurte tauschen. Sie haben zu sehr aufgepasst. Du musst sie unbedingt ausgeben, denn dieses Mal werden sie die gesamte Lieferung zurück zur Schatzkammer bringen.
Diese Masche war gut, solange es lief, aber jetzt wird es Zeit, sich aufzuteilen, bevor sie uns auf die rote Liste setzen. Ja, Alter. Alles erstunken und erlogen hier. Ganze Scheißorden, ey. So eine Scheiße. Ich versuche so um die Ecke zu gucken, aber kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ah, ah, ah. Ah, na, guck, aus der Entfernung kann ich ihn looten, alles klar. PlayStation 4, meine Damen und Herren. PlayStation 4. Hier die Kräfte. Ah, ne, ich glaube, der Waggon ist leer. Okay. Oh, endlich bin ich mal richtig voll hier. Sterbe! Ah, mit Muni. Okay. Seid ihr Arschlöcher eingeschlafen? Nicht schießen! Nicht schießen! Ich bin nur ein Heizer! Ich gehöre nicht zu ihnen! Naja, Ansichtssache, hä? Nicht schießen, bitte! Lauf! Ach, das ist ein Fernzünder, ne? Ich wollte schon sagen. Das ist jetzt aber irgendwie doof. Vom Timing her. Oh Gott. Das muss ja wieder sein. Na, wer hilft mir? Wer ist das? Ah, Duke. Du stirbst wahrscheinlich bald, wenn du mir hilfst. Geh zur Seite, Arschloch. Ja gut, ihr hättet auch ein bisschen warten können. Hätte schief gehen können, aber okay. Oh mein Gott, Gott sei Dank geht es dir gut. Oh ja, jetzt geht's wahrscheinlich erst richtig los, hä? Hat ja nur 2,5 Stunden gedauert. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch Waschechte. Und du bist der einzige Verräter hier, du Mutterficker, Alter. Direkt vom Zug werfen, den Wichser. Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Ah, danke, wir kriegen also doch noch so eine Monologe von ihm. Ja, Leute... Und ich war doch wegen Pavel traurig. Ne, ich meine, Miller... Ich fand ihn jetzt nicht mega cool, aber... Es war halt auch eine gewisse Respektsperson natürlich, ne? Und jetzt sowas. Wahnsinn. Natürlich könnte man hier bei solchen Sachen immer argumentieren, je nachdem, wie weit du spielst, kannst du dir dein eigenes Ende zusammenreimen. Also alle, die jetzt natürlich nicht den dritten Teil spielen... Die werden das natürlich anders im Kopf behalten, ne? Und man kann ja auch dann immer sagen, ja, das wurde jetzt dazu gedichtet, um wieder eine neue Geschichte zu erzählen und so weiter, ne? Alles gut und schön. Aber ja, das gefällt mir wirklich gut. Also, das hätte ja. Die hätten ja jetzt auch irgendeine Scheiße erzählen können, ne? Da gibt es ja auch genügend Beispiele von Spielen, die einfach Scheiße fabriziert, aber. Das ist wirklich der krasseste Story-Twist überhaupt. Ohne Scheiß. Sehr, sehr großen Respekt dafür. Ja, Leute, das war's heute mit der Let's Play Metro Exodus. Jetzt geht's ja anscheinend richtig los, wenn man der Trophäe vertrauen mag. Ich meine, wir haben jetzt auch den Zug und ne, Auszug und so weiter. Bin mal gespannt, was jetzt so abgeht, ob wir dem einen in die Fresse hauen können, vom Zug werfen können oder so. Und was die jetzt letzten Endes mit dieser Situation machen. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.